Man ist so jung, wie man sich fühlt, sagen manche. Es gibt natürlich objektive Kriterien fürs Alter und man tut gut daran, sie nicht zu ignorieren, um weder peinlich zu werden noch Schaden zu nehmen. Aber dennoch ist etwas dran an der Macht des gefühlten Alters. Während mancher mit 45 Jahren kaum noch offen für Lebensfreude und neue Erfahrungen zu sein scheint, ist die andere mit 93 immer noch voller Neugier und leidet darunter, wenn wertvolle Zeit nicht für Begegnungen genutzt werden kann. Die eine wartet mit 50 auf die Rente, der andere brennt noch mit 80 für Familie, für seinen Beruf, seine Kunst und sein Hobby. Menschen, die für etwas brennen, die können begeistern. Und wenn es gut geht, dann können sie mit ihrer Begeisterung anstecken. So begann die Geschichte der christlichen Kirche. Damals ging es richtig gut. Gottes Heiliger Geist wirkte, machte Mut und verlieh ungeahnte Fähigkeiten. Die Jünger fanden das richtige Wort zur richtigen Zeit. Verständigung wurde möglich, wo vorher Barrieren waren. Aus sich heraus haben sie das aber nicht gekonnt. Auch heute sind wir auf Gottes Geist angewiesen, damit wieder mehr miteinander gesprochen wird. Wenn es schwer ist, die richtigen Worte zu finden, wenn man vielleicht selbst nicht konkret helfen kann, aber doch will, wenn man einem Menschen sagen möchte, dass man für ihn betet, dann spricht man einen Segen. Im Segen bitten wir um Gottes Geist, auf dass er stärke und ermutige. Als Gesegnete sind wir alle Kinder Gottes, ob alt oder jung. Gott segne und behüte dich auf allen deinen Wegen. May your blessing keep you always. May your wishes all come true. May you always do for others and let others do for you. May you build a ladder to the stars and climb on every rung. May you stay. May you always be courageous, stand upright and be strong. May you stay forever young. May your feet always be swift.
May you have a strong foundation when the winds of changes shift. May your heart always be joyful. May your song always be sung. Forever.